Hallo und herzlich willkommen bei Games World Daily News. Heute mit folgenden Themen: Darksiders 3. Nach einem Amazon-Leak wurde es nun offiziell angekündigt und der Release-Termin eingegrenzt. PlayStation 5, die nächste Generation, folgt schon in Kürze. Ein Branchenanalyst gibt seine Einschätzungen ab. Ja, Prey steht ja auch kurz bevor. Die Arcane Studios, die versprechen einen reibungslosen Launch auf dem PC. Phoenix Point, das neue Spiel des XCOM-Erfinders, ist erfolgreich finanziert. Wir starten mit Darksiders 3. Da gab es ja gestern Nachmittag und Abend und auch heute früh sehr viele Infos dazu. THQ Nordic hat es jetzt offiziell angekündigt. Auch einen ersten Trailer gibt es schon zu sehen. Im Vorfeld, da gab es bereits einen Leak seitens Amazon. Der hat so auf das Spiel hingedeutet auf der Website. Da ging kurzzeitig die Produktseite zu Darksiders 3 online und neben ersten Screenshots und Informationen zum Spiel wurde auch der Release-Termin eingegrenzt. Genau, für PC, PlayStation 4 und Xbox One wird das Platzhalterdatum 31. Dezember 2018 angegeben. THQ Nordic spricht auch passenderweise von einer Veröffentlichung im Jahr 2018. Der Produktbeschreibung zufolge werden die Spieler die Rolle von Fury übernehmen. Im Darksiders-Universum ist das ein Charakter, der zählt so zu den vier Reitern der Apokalypse. Die Magierin nutzt ihre Peitsche und ihre Fähigkeiten, um auf der Erde für ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Gut und Böse zu sorgen. Genau wie Tod und Krieg besitzt sie auch verschiedene Formen mit eigenen Waffen und Kräften. Ja, und passend dazu erscheint auch die Darksiders War Mastered Edition, das Remake vom ersten Darksiders, richtig, diesen Monat auf der Wii U. Woher wir das wissen? Ha, da müsst ihr auf die Videovorschau warten, beziehungsweise auf unsere Monatsvorschau. Genau, richtig, richtig viele Videotexte haben wir da gestern geschrieben. Ja. Akkord. Akkord. Kommen wir zur PlayStation 5. Sony arbeitet scheinbar auch im Akkord, denn die PlayStation 5 erscheint schon 2018. Zumindest, wenn es nach Damien Thong geht. Der ist Analyst bei Macquarie Capital Securities und war auch schon öfter Gast in unserer Sendung, zumindest inhaltlich. Ja. Das hat er in einem Interview mit dem Wall Street Journal jetzt eben verraten, dass er glaubt, dass Sony die PlayStation 5 schon 2018 auf den Markt bringen wird. Schon in der Vergangenheit hat er bereits richtige Vorhersagen zur PlayStation 4 Pro und der PlayStation 4 Slim abgegeben. Für die neue Konsolengeneration werden Hersteller vor allem, wer hätte es gedacht, auf 4K-Gaming setzen. Genau, die PS5 soll eine Grafikleistung von mehr als 10 Teraflops pro Sekunde. Teraflop pro Sekunde, genau. Besitzen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Klingt auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Damit wäre die Konsole der Xbox One Scorpio allerdings deutlich überlegen, wenn man halt diese Teraflop so als Einheit nimmt, als Maßstab. Das sei natürlich dann auch die Strategie von Sony. Mit dem schnellen Release an der PS5 könnte Sony eben auf die Konkurrenz von Microsoft reagieren. Bestätigt wurden etwaige Pläne seitens Sony bislang nicht. Fraglich bleibt außerdem, ob eine frühzeitige PS5-Ankündigung sich womöglich negativ auf die Verkaufszahlen der PS4 Pro auswirken würde. Das Ding ist ja auch noch nicht so alt. Also von daher werden die wahrscheinlich erst abwarten, bis sie dann das ankündigen und dann wahrscheinlich auch sagen, oh, die PS5 kommt und ihr könnt das Ding in 2 Monaten kaufen. Ja, es ist halt so die Frage, ist es jetzt einem wichtiger, die Konkurrenz zu sabotieren mit der Scorpio, beziehungsweise halt die mit der PS4 5 zu streamlinen, oder will man sich da vielleicht selber zu viel Konkurrenz machen, wenn man das eine neue Generation jetzt auf den Markt schmeißt, so kurz, nachdem man eigentlich erst eine Upgrade-Konsole rausgehauen hat. Wir wissen es nicht, wir bleiben dran. Kommen wir zu Prey. Die Arcane Studios, die haben mitgeteilt, dass sie die PC-Version von Prey mit doppelter Gründlichkeit überprüfen wollen. In einem Interview mit GameSpot äußern sie sich zur PC-Fassung und auch dem baldigen Release, kommt ja schon am 5. Mai raus, diesen Freitag. So wolle man für einen reibungslosen Start auf dem PC sorgen. Und da hat man ein bisschen dazugelernt aus Dishonored 2. Man erinnert sich vielleicht, da gab es ein kleines Technikdebakel, vor allem für die PC-Version. Die hatte mit Performance-Problemen zu kämpfen, wurde dann alles per Patch zwar behoben, aber das möchte man sich eben... Das möchte man hier vermeiden. Es heißt, diesmal haben wir unsere Gründlichkeit verdoppelt und wollen sicher gehen, dass das Spiel flüssig läuft. So zumindest Raphael Colantonio, Präsident der Arcane Studios. Genau, man habe wohl zahlreiche Tests mit der finalen Fassung von Prey auf verschiedenen Hardware-Konfigurationen durchgeführt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, das wird immer durchgeführt, aber scheinbar ja nicht. Ne? Also wenn man das erwähnt. Glaubt. Ja. Zudem handelt es sich bei der PC-Version nicht um eine Portierung eines für Konsolen programmierten Spieles. Schon bei der Entwicklung habe man immer wieder parallel sozusagen die PC-Fassung optimiert. Prey erscheint ja schon diesen Freitag am 5. Mai und da werden wir dann mal sehen, ob das denn auch alles stimmt, was die Arcane Studios da sagen. Wir hoffen natürlich auf einen reibungslosen Launch. Ist ja ein sehr interessanter Titel. Ich freue mich da auch schon drauf. Ich hoffe, das Ding wird auch wirklich so gut, wie alle sagen. Allerdings sind solche Versprechungen
mit dieser PC-Version, das muss man auch ganz klar sagen, immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, man erinnert sich da mal vielleicht an Mass Effect Andromeda, ist gar noch nicht so lange her, da hieß es von BioWare auch, gab es fast dieselbe Wortwahl. Ja, und was war dann im Endeffekt los? Ja, die PC-Version trotzdem viele Bugs, Pustekuchen war da los. Viele Abstürze und so weiter, doch nicht so optimiert, also da müssen wir einfach auf den Release warten. Solche Worte sind halt immer schön zu hören, aber hoffen wir mal, dass sie es halt durchziehen können auch. Wir versprechen euch, dass wir unsere Videos für euch gleich dreimal optimieren werden. Ha! Ha! Phoenix Point ist unser nächstes Thema. Was ist Phoenix Point? Phoenix Point ist das neue Spiel des XCOM-Schöpfers und es wurde vollständig finanziert. Binnen knapp einer Woche wurde das Crowdfunding-Ziel auf fig.com, meiner Lieblings-Crowdfunding-Plattform übrigens. Heute haben wir wieder so ein bisschen dieses kuriosen Namens. Fig. Fig.com. Ja. Entwickler Snapshot Games hatte für die Umsetzung 500.000 US-Dollar benötigt. Hinter dem Spiel und dem Entwickler steht Julian Gollop, der Schöpfer der XCOM-Reihe. Ich habe es heute mit den englischen Begriffen irgendwie. Phoenix Point schlägt auch in dieselbe Kerbe wie XCOM, ist halt ein rundenbasiertes Strategie-Abenteuer. Gollop verspricht sogar, jetzt liest du mal weiter, Gollop spricht sogar explizit von einer geistigen Fortsetzung von XCOM. Mensch, ist das eine schwierige Frage. Ja, ich galoppiere jetzt mal weiter. Galoppiere mal weiter. Release ist für Ende 2018 auf PC. Also Steam und GOG.com geplant. Das Projekt könnt ihr noch bis zum 8. Juni unterstützen. Mittlerweile wurden auch die ersten Stretch Goals bekannt gegeben. Bei 650.000 US-Dollar wird es verschiedene Arten von anpassbaren Fahrzeugen geben. Ab 850.000 Dollar kommt dann eine schwebende Basis dazu. Umsetzungen für Konsolen sind jetzt noch nicht geplant, könnten aber als mögliches Stretch Goal angesetzt werden. Ja, für alle XCOM-Fans, die sollen sich das mal anschauen. Wir wissen ja, XCOM kann einiges. Für viele sogar eines der besten Spiele in dem Bereich. Und wenn da die Macher dahinter stecken, wie Herr Gollop. Dann könnte das ja alles ganz Gollop gut klingt werden. Wie ein Schurke aus Herr der Ringe oder ein Pokémon, irgendwie, finde ich. Gollop. Trotzdem macht er großartige Spiele. Der Trailer sieht auch wirklich interessant aus. Phoenix Point. Es sind irgendwie so Cthulhu-mäßige Viecher da cool. zu sehen. Das ist für mich eigentlich immer ganz witzig. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man auf solche Spiele steht. Kommen wir zu unserer Videovorschau. Da haben wir auch was für euch, wenn ihr auf diverse Spiele steht. Zum Beispiel auf Flint Hook. Mensch, da haben wir ein Testvideo gemacht zu diesem Action-Plattformer. Cutter verrät euch alles, was ihr über dieses Indie-Roguelike wissen müsst und vor allem, ob es sich auch dauerhaft lohnt und Spaß macht im Spiel. Da legt ihr euch mit Piraten an und nutzt eure Zeitstoppfähigkeiten, um knifflige Sprungpassagen zu meistern. Sieht abgefahren aus. Auf jeden Fall mal reingucken in das Testvideo. Felix und Peter beschäftigen sich viel mit Prey dieser Tage und im Preview-Video verrät euch Felix alles, was ihr über das Gameplay wissen müsst. Unter anderem stellt er euch die Fähigkeiten, die skurrilen Waffen des Protagonisten vor. Zu Prey natürlich, Release-Woche, gibt es auch noch ganz viele andere Geschichten. Einfach da mal schauen. Wir haben ja auch in der App GamesTV24 einen Kanal, einen extra Prey-Kanal. Da findet ihr alle Sachen schön übersichtlich sortiert. Unter GamesTV24.de könnt ihr euch die App runterladen. Da gibt es dann Links in den Android-Store und in Apple Store und so weiter und so fort. Einfach mal da reinschauen. Und kostenlos natürlich. Fun Fact: Wer hat den Soundtrack zu Prey gemacht? Natürlich DJ Bobo. Nein, natürlich nicht. Mit diesem kleinen Witzchen, hast du ihn verstanden? Ja. Ihr habt ihn bestimmt verstanden. Kommen wir nämlich so schon zu euch, zur Community. Ja, gestern gab es ja dieses Kommentar-Debakel und wir haben uns ja an den Support gewandt, wollen mal klären, was da schiefgelaufen ist. Nach dieser ganzen Geschichte aber lösen wir heute endlich auf, wer Dawn of War 3 von euch gewonnen hat. Es waren wirklich sehr viele tolle Kommentare dabei, aber gewinnen kann halt nur einer. Und wir hätten es jedem gegönnt, der sich die Mühe gemacht hat. Trotzdem danke für alle, die mitgemacht haben. Wir werden in Zukunft auch wieder tolle Dinge verlosen. Ihr habt also immer mal wieder die Chance dazu, einfach immer täglich die News anschauen. Und einfach mal aufpassen, vielleicht haben wir schon nächste Woche wieder was. Da gibt es mit Sicherheit was zu gewinnen. Trotzdem vielen Dank, es hat wirklich Spaß gemacht, eure Kommentare zu lesen. Da waren wirklich sehr, sehr gute mit dabei. Aber nach reiflicher Überlegung und in Absprache mit dem Imperator himself sind wir zu der Entscheidung gekommen. Daniel Priest, der hat Dawn of War 3 gewonnen für seinen Kommentar. Der ist ein bisschen länger, wir wollen ihn euch nicht vorenthalten. Und ich lege einfach mal los. Er schreibt: Seit meiner Jugendzeit spiele ich das Tabletop-Game von Games Workshop. Ich habe jedes Warhammer 40k und fast alle Fantasy-Games gezockt, ob die von früher oder auch die aktuellen, die teilweise auf den Mobilgeräten erschienen sind. Imperial Knight, sage ich damals, spiele immer noch im Club Warhammer 40k aktiv. Dawn of War 3 habe ich bereits, jedoch
benötige ich einen Waffenbruder für den Multiplayer, um richtig dort durchstarten zu können und würde, wenn ich das Teil bekommen würde, es an meinen Kollegen weiterschenken, der im kommenden Monat Geburtstag hat. Ich kenne ihn seit dem Kindergarten und zockte bereits mit ihm über den Amiga zusammen. Der ist einfach mein Gamer-Bro. Und um es mal auf Warhammer 40k-Manier zu sagen, es herrscht überall Krieg, die Reihen des Imperiums sind durch den Fall von Kadia stark geschwächt. Jeder fähige General wird benötigt, um Gulliman zu unterstützen, um an allen Fronten stark zu sein beim Imperator. Es ist meine heilige Pflicht, den fähigsten General, den ich kenne, für unsere Sache zu rekrutieren. Selbst Generalfeldmarschall Sola Macarius wird er in den Schatten stellen. Ich habe volles Vertrauen in ihn, dass er dem Imperium gute Dienste leistet. Verehrte Adepten des Departamento Monitorum, es ist eure Pflicht, ihm diesen Dienst nicht zu verwehren. In voller Ehrfurcht, euer treuer Ordensmeister, der Iron Brotherhood. Ich ziehe den Hut. Ja. Wirklich ein toller Kommentar, so viele Referenzen, so viele Anspielungen und natürlich ein hehres Ziel, es an einen Kollegen weiterzuschenken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Multiplayer und viel Spaß mit Dawn of War allgemein. Bitte, lieber Peter, bitte schreib uns hier auf YouTube, ganz wichtig. Daniel heißt er doch. Ich doch. Daniel Priest. Peter Priest. Daniel Priest. Lieber Daniel Priest, bitte schreib uns Leute hier los? Auf YouTube. Ganz wichtig hier auf YouTube, weil wir sehen müssen, dass es wirklich du bist, dass es dein Kanal ist. Einfach schreiben, genau. Eine Nachricht an unseren Kanal, dann klären wir das alles. Wir brauchen natürlich noch deine Adresse und so weiter. Wir melden uns dann bei dir. Viel Spaß und wir melden uns dann. Du schreibst uns einfach eine Nachricht und dann ist alles gemacht, die Sache. Dann schicken wir das Ding gleich los und du kannst so schnell wie möglich loslegen. Danke fürs Zuschauen an euch und denkt an den Daumen, schreibt weiterhin fleißig Kommentare. Wir versuchen das mit dem Anpinnen jetzt nochmal. Ja, mal gucken, ob es funktioniert. Kommentiert heute mal lieber noch per Antwort ganz normal. Also nicht per Antwort auf diesen Kommentar, sondern kommentiert ganz normal. Wir schauen, ob das wieder funktioniert. Dann verschwinden die Antworten auch nicht mehr. Und wenn das dann eine Zeit lang wieder geht, dann könnt ihr wieder kommentieren, wie ihr wollt. Aber keine Ahnung, was da gestern los war. YouTube schluck auf. Es ist halt mal wieder typisch. Einmal, wenn wir ein geiles Gewinnspiel machen, ja. Dann kommt YouTube und löscht alle angepinnten Kommentare. Egal, nicht auf das Negative gucken, auf das Positive gucken. Und das sind viele tolle neue Gewinnspiele. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. Macht's gut. Ciao.